Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Gemeinsam Stärker auf der Plattform von FOMI. Ganz viel Zeit für eure Fragen. Wir haben euch ja mit unserer Sendung durch die ganze Zeit des Shutdowns begleitet und jetzt auch durch die Zeit der Lockerung. Und natürlich haben wir damit ganz andere Themen jetzt. Unser Thema heute, alles wieder locker? Fragezeichen. Und wir meinen damit vor allem die Kleinen, also die im Kindergarten oder im Schulalter. Da geht es ja jetzt so langsam wieder los, nicht unbedingt für alle und manchmal auch ganz schön holperig. Und da fragen sich natürlich viele Eltern, wie kriegen wir das am besten hin für unsere Familie? Und wir haben jetzt für euch eine super Profi-Expertin. Ihre Antworten werden euch wirklich im Alltag ganz praktisch helfen, denn sie ist auch aus dem Alltag, aus der Praxis und zugleich unglaublich erfahren als Beraterin. Ich zähle jetzt mal auf. Also sie ist zum einen Doktor der Psychologie, sie ist Beratungslehrerin, also Schulberaterin, sie ist Grundschullehrerin und dann ist sie auch noch Familienberaterin auf der Plattform von elternleben.de und zum vierten Mal bei uns in der Sendung Gemeinsam stärker. Ich finde es ganz toll, dass du da bist. In München bist du. Das ist Dr. Martina Stotz. Ja, hallo liebe Nina, ich freue mich riesig, wieder mit dabei sein zu dürfen und freue mich, dass ich hoffentlich wieder ganz viele praktische Anregungen heute geben kann, weil ich glaube, das ist wirklich genau das, was Eltern gerade brauchen, einfach mal ein bisschen Unterstützung und ganz viel Praxis für den Alltag. Also gleich die Aufforderung an euch alle, wenn ihr Probleme, wenn ihr Themen habt rund um die schrittweise Öffnung der Kitas und der Schulen, wenn eure Kinder sich irgendwie verändern, wenn die ein bisschen fremdeln, wenn die abends im Bett nicht alleine einschlafen wollen. Egal was es ist, stellt uns eure Fragen unten in die Kommentarleiste und Martina ist live für euch da. Und Martina, als erstes natürlich zu dir. Du bist jetzt als Grundschullehrerin im Alltag, kann man das schon sagen? Wie empfindest du die Situation? Ja, also von Routine kann tatsächlich überhaupt gar keine Rede sein. Also ich bin Viertklasslehrerin, das heißt, ich bin schon seit einiger Zeit jetzt wieder eingespannt als Lehrerin und wir machen das Ganze im wochenweisen Wechsel und manche Schulen lösen das Ganze auch so, dass es einen tagesweise Wechsel gibt. Das heißt, die Kinder sind nach wie vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Ja, also sie haben sich jetzt gerade an die Homeschooling-Situation gewöhnt und jetzt ist schon wieder alles anders und es ist aber trotz alledem ganz, ganz schön auch für die Kinder, dass sie sich wiedersehen können. Also die Vorfreude war natürlich riesig und gerade fürs Lernen ist einfach dieser Austausch so wichtig und eben auch die direkte Rückmeldung des Lehrers. Und das hat jetzt so lange gefehlt und es war für viele Kinder eben sehr demotivierend, gerade eben fürs Lernen. Ja. Gab es noch was, was für Sie jetzt im Augenblick ein bisschen schwierig ist in dieser Übergangsphase? Ja, es ist natürlich mit dem Abstand halten so eine Sache. Kinder können in diesem Alter einfach noch ganz, ganz schwierig Abstand halten. Das ist zwar in der Theorie ganz schön, aber in der Praxis wirklich nur ganz schwer umsetzbar. Es ist einfach so, dass gerade Kinder auch mit besonderen Lernvoraussetzungen und auch einfach jedes Kind ganz, ganz viel körperliche Nähe auch braucht zu seinen Lehrern, zu seinen anderen Freunden in der Schule. Und deswegen ist es eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man auch lernen kann. Also ich mache als Lehrerin auch ganz viel über Körperkontakt, über einfach mal die Hand auf die Schulter legen. Und natürlich kann man mit Mimik und Gestik auch viel abdecken in der Schule. Nur es ist gerade für Kinder, die Schwierigkeiten haben, emotional und sozial, besonders herausfordernd. Ja, und du darfst sie ja gar nicht berühren. Es ist ja verboten. Ja. Und über deine Tätigkeit als Familienberaterin für die Plattform elternleben.de, da weißt du ja auch vieles über die Situation der sich jetzt so langsam öffnenden Kitas. Was ist denn da so Thema? Ja, da wird jetzt eben drüber diskutiert, wie man das eben machen kann, gerade wenn Kinder neu eingewöhnt werden in die Kita. Da wird darüber gesprochen, dass die Erzieherinnen einen Schutz, wie sie bekommen, dass die Kinder zumindest eben diese Mimik der Erzieher sehen können. Nur ich sehe das wirklich sehr, sehr kritisch, weil gerade diese Kinder ja diesen körperlichen Kontakt brauchen, weil ja über diesen körperlichen Kontakt Vertrauen und Nähe entsteht und auch Bindungshormone ausgeschüttet werden. Und das ist gerade für die ganz Kleinen eine Voraussetzung, damit sie sich wohlfühlen können, damit sie auch loslassen können von ihren Eltern. Und deswegen gerade für die Kleinen wird es eine ganz große Herausforderung werden, mit diesem Abstand zurechtzukommen und
Ich wage auch zu bezweifeln, dass es in der Praxis umsetzbar ist. Ja, und wir hoffen, dass die neuesten Forschungsergebnisse stimmen, dass Kinder sich tatsächlich mit Corona nicht so leicht infizieren oder vielleicht sogar so gut wie gar nicht. Das wäre natürlich ideal und dann wären diese Themen alle gelöst. So, unsere erste Frage von einer Zuschauerin aus Deggendorf. Meine Tochter, 10 Jahre, kommt gerade wieder jede Nacht zu mir ins Bett. Sie hat sich so gefreut auf die Schule und jetzt ist sie völlig überfordert. Wie kann ich ihr helfen? Ja, das ist ein ganz, ganz typisches Verhalten, gerade wenn ganz viel Veränderung im Außen ist, dass gerade in der Nacht ganz, ganz viel Sicherheit von den Kindern eingefordert wird. Also Kinder sind ja schlau, die holen sich genau das, was sie brauchen. Das heißt, gerade in der Nacht verarbeiten sie alle neuen Erfahrungen, alle neuen Reize, die ja gerade durch diese Umstellung, durch den neuen Schulanfang, ja, und durch diese Veränderung in der Schule ja ganz, ganz groß sind. Und deswegen sind Kinder dann unruhig nachts, verarbeiten diese Reize und brauchen dann diesen Zufluchtsort bei den Eltern und suchen denen in dem Fall auch. Also es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn dein Kind nachts zu dir kommt und bei dir Sicherheit und Geborgenheit sucht. Und deswegen, ich rate eigentlich Eltern in so einer Situation immer, dass man, gerade wenn zu wenig Platz im Bett ist, vielleicht eine Matratze nebendran legt, damit sich das Kind nachts einfach ganz sicher und geborgen fühlen kann. Weil es ist eben auch so, dass gerade das Einschlafen auch eine Form von Abschied ist und auch wieder eine Form von Trennung. Und deswegen tun sich Kinder dann besonders schwer, gerade in Zeiten von sehr, sehr viel Veränderungen im Außen. Also Trennungsängste, darum geht es jetzt. Da haben ja ganz viele Mütter und Väter ja, so ein mulmiges Gefühl. Sie wissen nicht ganz genau, wie gehe ich jetzt damit um. Also eben auch gerade, ob eine 10-Jährige wirklich dann noch dauerhaft und oft mit im Bett sein soll. Es gibt ganz viele Mythen. Und wir haben uns gedacht, wir fangen doch jetzt mal an bei diesem Thema. So ein bisschen, oder ist das wahr? Ja? Sag mal bitte zu unseren 4 Mythen, was du dazu als Profi meinst. Der erste. Sehr gerne. Trennungsängste tauchen hauptsächlich bei Kleinkindern auf. Also das ist definitiv ein Mythos, weil Trennungsängste tauchen natürlich erstmals so zwischen dem 5. und 9. Lebensmonat auf. Allerdings kommen die immer wieder, wenn Kinder neue Umgewöhnungen meistern müssen. Das heißt, bei der Eingewöhnung in die Kita häufig, beim Schulstart, häufig auch, wenn die Kinder von der 2. in die 3. Schulklasse kommen, weil das ist auch wieder eine Veränderung, da hat man eine neue Klassenlehrerin. Oder auch, wenn sie dann nach der 4. Klasse oder später eben auf die weiterführende Schule kommen, kommen auch wieder Trennungsängste. Und so zieht sich das auch teilweise sogar noch durchs Jugendalter. Ja, also es kann sogar sein, dass wirklich 15-, 16-Jährige, gerade wenn viele Veränderungen sind, immer wieder diese Trennungsängste haben. Und ich weiß nicht, alle Eltern, die schon ganz, ganz große Kinder haben, erwachsene Kinder, die können vielleicht auch bestätigen, dass ihre Kinder beim Auszug große Trennungsängste hatten. Ja, also es kommt immer wieder und es ist immer ein Zeichen dafür, dass da eine ganz große, ja, Geborgenheit und Sicherheit bei den Eltern eben zu finden ist und war. Und deswegen ist es ein sehr, sehr schönes Zeichen, auch dass die Kinder eben auch diesen Schmerz haben. Das ist vollkommen in Ordnung und normal. Und eben je nach Altersstufe wird man wahrscheinlich ganz unterschiedlich oder eben altersgemäß auf diese Trennungsängste reagieren als Eltern. Klar. Unser nächster Mythos. Trennungsangst entsteht nur, weil die Eltern klammern. Ja, das ist definitiv ein Mythos, weil es wird Eltern gerne unterstellt, dass sie eben so klammern würden und deshalb das Kind so Schwierigkeiten hat, sich zu trennen. Und da kommen noch viel mehr Faktoren mit rein. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Kinder. Ja, die einen sind sehr schüchtern und brauchen besonders viel Nähe und brauchen sehr viel Rückzug. Und die anderen Kinder sind eher Draufgänger und sehr extravertiert. Und deswegen, es kommt ganz darauf an, welche Persönlichkeit das Kind auch mitbringt und auch wie viel Trennungserfahrung das Kind bereits gemacht hat. Ja, und natürlich spielt es auch eine Rolle, wie viel die Eltern dem Kind zutrauen und ob sie Vertrauen darin haben, dass das Kind diese Situation meistern kann.
Nur es ist ganz, ganz wichtig, die Eltern da nicht zu verurteilen, weil so, so viele Faktoren damit reinspielen. Und gerade auch so diese, ja, diese wichtige neue Bezugsperson, die Kinder brauchen, um loslassen zu können, auch die spielt eine große Rolle. Also sobald sich das Kind geborgen und sicher fühlen kann, ja, wird es auch loslassen können. Also Trennung muss ein Kind eigentlich richtig lernen. Da ist schon unser nächster Mythos. Habe ich schon eine Ahnung, ob er ein Mythos ist oder wahr. Kinder sollten so gut wie möglich vor einer Trennung von den Eltern bewahrt werden. Ja, Nina, da hast du recht. Definitiv ein Mythos. Weil es ist natürlich so, dass die Kinder mit den, ja, Herausforderungen wachsen. Und es ist definitiv so, dass Kinder sanft und liebevoll dabei begleitet werden sollten und ganz, ganz viel empathischen Umgang brauchen. Nur umso mehr Trennungserfahrungen Kinder machen, umso besser können sie natürlich langfristig auch damit umgehen. Nur diese Trennungserfahrungen sollten auch positiv sein, ja, und eben von jemand begleitet werden, dem ich vertrauen kann. Weil sonst kann so eine Trennungssituation schon auch mal zu Problemen führen bei Kindern und zu noch Aber man mehr sollte es auf Ängsten. jeden Fall trainieren. Ja. Ja, Vierter genau. Mythos. Wenn Kinder nicht mehr alleine einschlafen, wollen sie ihren Eltern auf der Nase rumtanzen. Definitiv ein Mythos, da bin ich jetzt ganz überzeugt, weil es ist tatsächlich noch weit verbreitet, dieses Denken in unserer Gesellschaft. Kinder wollen auf der Nase rumtanzen, Kinder wollen ihre Eltern tyrannisieren. Und ich darf euch sagen, Kinder wollen nichts mehr als von ihren Eltern lieb gehabt werden. Die wollen nichts mehr als zur Familie dazugehören, als irgendwie dazu beizutragen, dass es jedem gut geht in der Familie. Und so ist es auch beim Schlafen. Wenn Kinder nachts mal wieder nicht alleine einschlafen können, ist es eher ein Zeichen, dass sie Orientierung, Sicherheit und auch Geborgenheit von ihren Eltern brauchen. Und wenn dieses Bedürfnis wieder gestillt ist, dann beruhige ich alle Eltern. Es ist so, dass das Kind es mit der Zeit dann auch wieder lernen wird. Das ist nur in bestimmten Phasen so. Und ich glaube, dass alle Eltern auch bestätigen können, dass solche, ja, Phasen immer wieder vorkommen. Und ich verspreche jedem Elternteil, dass das Kind nicht mit 18 noch im Elternbett liegen wird. Also es wird definitiv so sein, dass das Kind es meistern wird. Also ich fasse für mich zusammen, Trennungsangst ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, nämlich für Bindung zu den Eltern und Trennung muss gelernt werden. Gucken wir mal die nächste Frage an. Die kommt aus Luckau. Mein Sohn ist jetzt 1,5 Jahre alt und soll demnächst in die Kita eingewöhnt werden, aber er weint zu Hause schon, wenn ich nur den Raum verlasse. Ist es dann überhaupt möglich, ihn einzugewöhnen? Ja, auch hier wieder. Dieses Verhalten des Kindes, gerade mit 1,5, ist ein Zeichen dafür, dass das Kind ganz, ganz sicher an seine Mama gebunden ist. Also es ist ein großes Kompliment für die Mama, die gefragt hat. Und deswegen ist es ganz normal, die Bindungsforschung zeigt, sobald diese erstgewählte Bezugsperson den Raum verlässt, weinen Kinder, um zu zeigen, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich in Sicherheit bin. Ja, und Kinder realisieren in diesem Alter eben auch, dass diese Mama zuständig ist fürs Überleben. Ja, die gibt mir zu essen, die kümmert sich um mich und die kümmert sich darum, dass ich überleben kann. Und das ist dem Kind vollkommen klar. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, dass diese Person den Raum verlässt. Also deswegen ist es definitiv möglich, dass das Kind eingewöhnt werden kann. Nur auch hier braucht es eben ganz viel liebevolle Begleitung und erst den Aufbau zu einer weiteren Bezugsperson. Wenn also die Eltern selber ein schlechtes Gewissen haben oder wenn die sagen, ich bin unsicher, wie ich mich jetzt verhalten soll meinem weinenden Kind gegenüber, wenn die versuchen, diese Gefühle zu verstecken, kriegt das Kind das dann mit? Spürt es die Ja, Unsicherheit? auf jeden Fall. Also es ist so, dass Kinder alle Gefühle ihrer Eltern sehr, sehr deutlich spüren können. Es ist wie so ein emotionales Gedächtnis und diese Verbindung, die entsteht schon im Babybauch. Das heißt, alle Kinder spüren eins zu eins, was ihre Eltern auch spüren. Das ist ganz natürlich und deswegen ist es eben so wichtig, da gut für sich zu sorgen und für sich eine Klarheit zu finden, auch verständnisvoll und liebevoll mit sich umzugehen, wenn man zum Beispiel selbst auch Trennungsschmerzen hat und
eben dann anzufangen, sich zu vertrauen und dem eigenen Kind zu vertrauen, dass es diese Situation auf jeden Fall schaffen wird. Und ja, sich selber vielleicht auch zu sagen, also wir schaffen das und mein Kind kann das und mein Kind ist in Sicherheit und ich traue mir das zu und ich kümmere mich um mich, weil ich arbeiten gehe zum Beispiel. Also diese Klarheit ist für die Kinder enorm wichtig, weil es ganz, ganz viel Sicherheit nach außen bringt und dem Kind dabei hilft, loszulassen. Also diese tiefe symbiotische Bindung ist was Tolles und etwas Natürliches, und die lösen zu lernen, ist ein Prozess, der ist nicht einfach, aber wenn ich entschieden bin, ihn mit meinem Kind tatsächlich zu gehen, diesen Weg, dann spürt es das Kind und hat damit auch wieder eine neue Sicherheit. So verstehe ich das jetzt. Okay, wir haben eine Frage aus Potsdam. Meine Tochter, 7 Monate, schreit schon los, wenn ein Nachbar auf der Straße lieb mit ihr redet. Sie soll nächstes Jahr in die Kita kommen. Ich frage mich, ob sie bisher vielleicht überbehütet worden ist. Schließlich muss sie es ja auch aushalten können, dass ich mal nicht bei ihr bin. Sie ist so ein Mama-Kind geworden. Hat das vielleicht auch was mit der Krise zu tun? Ja, also diese Sorge der Mama kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist erstmal irritierend, wenn das Kind losschreit bei fremden Menschen. Und das ist das klassische Fremdeln, das gerade auch für diese Entwicklungsphase ganz, ganz natürlich ist. Und die Hochphase, sagt man, ist so zwischen dem 12. und 15. Lebensmonat nochmal. Also es ist eher auch hier ein gutes Zeichen, weil das Kind kann in diesem Alter noch nicht einschätzen, was wird diese Person tun, bin ich bei der in Sicherheit. Also das Kind fremdelt, weil es eben einschätzen kann, ja, dass da was Fremdes ist und was Neues und was ich mich erst gewöhnen muss. Ja? Und deswegen ist auch dieses Verhalten eher entwicklungsbedingt und ich glaube, dass es weniger was mit der Situation zu tun hat gerade. Ja, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es ein Thema ist für diese Frau aus Potsdam, wenn sie sagt, ich habe sie vielleicht überbehütet, sie will gar nicht mit anderen, die sie nicht kennt, nur in Kontakt sein. Was würdest du ihr denn raten, wenn das Kind also so schüchtern ist? Ich würde da immer wieder so ganz sanft solche Situationen herbeiführen, zum Beispiel durch die Oma, zu der sie vielleicht schon ein bisschen Vertrauen hat. Es geht ja jetzt langsam auch wieder in Corona-Zeiten. Also, und vielleicht auch einfach darauf achten, dass andere Kinder öfter mal die Begegnung mit dem Kind haben, dass es immer wieder diese Erfahrung machen darf. Und wenn das Kind dann weint, einfach auf dieses Gefühl liebevoll eingehen und sagen, ich weiß, du hast gerade Angst. Also dem Kind das Gefühl auch lassen und innerlich aber auch auszustrahlen, hey, ich bin da in Sicherheit. Weil Kinder spüren auch ganz klar, wenn ich einem Fremden nicht vertraue. Das heißt, die Kinder spüren, wenn die Mama vielleicht die Person auch nicht so mag, ja, dann wird das Kind da auch darauf reagieren. Also deswegen am besten umgibt sich die Mama mit dem Kind erstmal mit Personen, denen auch die Mutter vertrauen kann. Ja, das tut sowieso gut. Ja. Dann eine Frage aus Köln. Mein Sohn war vor Corona gerade in die Kita gekommen. Es war richtig schwierig für mich, da er jeden Morgen geweint hat. Und die letzte Woche vor Schließung der Kitas war dann gut und er ist gern geblieben und geht jetzt alles wieder von vorne los. Oh Gott, die arme Mama, da hat sie es gerade geschafft mit ihrem Kind und jetzt soll alles wieder von vorne losgehen. Also hier kann ich erstmal nur sagen, sobald eine Eingewöhnung geschafft ist, also wenn das Kind wirklich Vertrauen aufgebaut hat zu einer Bezugsperson, zu einer Erzieherin, zu einem Erzieher, dann ist es so leicht, nicht mehr zu erschüttern. Das heißt, ihr werdet auf gar keinen Fall nochmal von Null anfangen. Soweit kann ich mich schon beruhigen. Nur es ist natürlich so, dass es dann wieder Zeit braucht. Also auch hier braucht es wieder viel Zeit, ganz viel Einfühlung für das Kind, wenn es eben noch nicht loslassen kann. Und ja, es wäre auch ganz wichtig, dass diese Mama trotzdem den Kontakt zu dem Erzieher oder zu der Erzieherin pflegt. Zum Beispiel durch Videos oder indem man sich Fotos anschaut. Also da ist es ganz wichtig, dass der Kontakt eben gar nicht abbricht. Also das auch jetzt zu tun, falls das Kind eben noch nicht wieder in der Kita ist und man hat vielleicht auch keinen Kontakt zu den Erziehern gehabt, das ruhig jetzt suchen, um dieses zukünftige Wiederzukommen auch wieder schon aufzubauen und sei es eben über das Handy. Das finde ich eine super Idee.
Also diesen Übergang zu erleichtern, da haben wir ja ganz viele Fragen. Ich habe hier zum Beispiel eine aus Recklinghausen. Mein dreijähriges Mädchen hat sich in der Kita vor Corona richtig wohlgefühlt. Sie liebt ihre Erzieherin. Ich möchte den Übergang jetzt so gut wie möglich für sie gestalten. Was kann ich tun? Tolle Mama. Ja, da kann sie ganz, ganz viel tun. Und zwar, jetzt sind die Kinder ja noch zu Hause. Das heißt, es ist so schwer, da schon einen direkten Bezug aufzubauen. Deswegen habe ich so ein paar Ideen einfach, die man schon mal jetzt zu Hause machen kann. Und zwar Leg finde mal ich es ganz, los. ganz schön, wenn, ach schön, ja, wir haben Bilder dazu, genau. Also wenn die Kinder zum Beispiel zu Hause mit ihren Eltern schon mal in Rollenspielen üben, wie das dann wieder in der Kita sein soll. Also dass man zum Beispiel genau durchgeht, dann gehen wir da am ersten Tag hin, dann gibt es da vielleicht irgendwie ein Fest oder da gibt es irgendwas, was wir feiern können. Dann nehmen wir einen Kuchen mit zum Beispiel. Und das üben wir alles schon im Rollenspiel, damit dieser erste Tag wieder in die Kita zu gehen, völlig klar für das Kind ist. Also dann bist du in dem Rollenspiel die Mama und das Kind spielt sich Genau. selbst oder du bist auch mal die Erzieherin oder du bist auch mal ein Kind, mit dem es gerne spielt. Okay, aha, Genau. verstanden. Das Und nächste, da war danke für schon das das zweite Zweite. Foto. Genau. Da sehen wir, wie die Mama mit dem Kind tatsächlich Videos und Fotos anschaut. Und also ich habe das zum Beispiel auch mit meinen Schülern so gemacht. Ich habe regelmäßig Videos von mir geschickt. Und das würde ich auch Erziehern empfehlen, dass sie wirklich ihren Kindern aus der Kita diese Videos schicken, damit da eine Verbindung entsteht. Und das hilft auf jeden Fall schon mal in der Vorbereitung. Und was hast du deinen Schülern gesagt in den Videos? So, ich freue mich, wenn wir wieder zusammen sein können und ich habe ganz viel Zeit für den Unterricht und die Vorbereitung schon investiert. Oder was hast du ihnen so erzählt? Ja, ich rede mit meinen Kindern immer ganz viel über meine Gefühle. Also ich habe auch gesagt, dass ich traurig bin, dass ich sie nicht sehen kann, dass ich sie vermisse und dass ich mich schon so freue darauf, sie wiederzusehen. Und ich frage dann eben auch ganz viel, dass sie mir Briefe schreiben und dass sie eben sich auch mitteilen können, weil Verbindung entsteht ja immer über Gefühl. Das heißt, wenn ich über mein Gefühl rede, dann reden auch Kinder über ihre Gefühle. Das ist Verbindung, das ist das, was Kinder brauchen. Hast du Briefe bekommen? Ja, ganz viele, ganz viele, ganz viele Bilder und Fotos und Videos. Es war ganz süß. Also zurück zum Thema die Rückkehr in den Kindergarten oder vielleicht auch in die Schule erleichtern. Nächstes Foto. Genau, da sehen wir, wie ein Papa sich die Zeit nimmt, um spazieren zu gehen. Und bei der Kita vorbeizuspazieren. Ganz, ganz wichtig ist, dass auch die Örtlichkeit nicht so fremd wird, ja, sondern die Kinder sollen sich wirklich an die Kita erinnern können, sich vielleicht von außen den Spielplatz von der Kita anschauen, den Garten anschauen, durchs Fenster gucken. Und da gibt es ja auch die schöne Idee von Kitas, dass man innen den Regenbogen aufgehangen hat, damit die Kinder auch wissen, ah, da ist meine Kita. Und manche haben auch Fotos zum Beispiel aufgehängt an den Fenstern, damit die Kinder dran vorbeigehen können und es sehen können, dass da die Kita ist. Super süße Idee. Nächste Idee. Genau, es gibt ja ganz, ganz viele Lieder und Rituale in der Kita, die die Kinder ja kennen und die die Kinder lieben und auch brauchen. Und deswegen empfehle ich immer Eltern, diese Lieder auch jetzt schon zu Hause zu singen. Zum Beispiel morgens das Guten Morgenlied gemeinsam zu singen aus der Kita. Oder vielleicht auch das Essen zu kochen, was man in der Kita besonders gerne mag. Also sowas würde ich empfehlen, um diese Verbindung schon mal wieder herzustellen. Nächster Tipp. Ja, da ist es total schön. Da nimmt sich eine Erzieherin Zeit, tatsächlich dieses Video zu drehen für die Kinder. Und ja, man sieht auch in ihrem Gesicht, dass sie wirklich versucht, eine Verbindung aufzubauen. Also es ist Videotelefonie vielleicht auch. Und deswegen, also gerade auch das Telefonieren wäre natürlich wunderschön. Ich kenne zum Beispiel viele Erzieherinnen, die einmal die Woche eine Märchenstunde für ihre Kinder gemacht haben und dann alle Kita-Kinder zuschauen durften. Toll, toll, toll. Und noch zwei Ideen haben wir, sehe ich. Genau, da sehen wir eben Bilder, die gemalt werden können.
Eine Idee finde ich auch ganz süß, dass man das Kind ein Bild anfangen lässt und das andere Kind, zum Beispiel die beste Freundin aus der Kita, darf das Bild zu Ende malen. Und dann am Schluss, am ersten Tag, wenn man sich wieder sieht, werden diese Bilder ausgestellt und man bewundert die Bilder und man sieht, was man in der Zeit gemeinsam geschafft hat. Wirklich, also man muss man sich mitschreiben bei dir. Hast du noch was auf Lager? Eins nämlich. Ja, ganz süß. Und zwar viele haben angefangen, Steine zu legen. Und zwar von der Kita-Haustür weg. Und zwar haben dann Kinder, sind vorbeigegangen an der Kita und haben ihren Namen auf den Stein gemalt oder eben einen Stein angemalt und schön gestaltet und den Weg gelegt von der Kita-Tür. Und es ist auch eine Verbindung dazu, dass man bald wieder in diese Tür reingeht. Und der Weg ist schon mit den Steinen gezeichnet. Da habe ich ganz große Lust, wieder in die Kita zu gehen. Also, wenn ihr Fragen habt, unser Thema, das ist euch wahrscheinlich nicht entgangen. Unser Thema ist alles wieder locker? Fragezeichen. Also, ist es wieder so ganz einfach für Kinder in die Schule zurück oder in die Kita zurückzugehen? Manche fremdeln, manche haben so ihre Themen damit. Und damit haben natürlich auch die Eltern ihre Themen damit. Und unsere Expertin ist Grundschullehrerin, Doktor der Psychologie. Und sie ist auch Schulberaterin und auch noch Familienberaterin auf der Plattform elternleben.de. Und das ist die Frau Dr. Martina Stotz. Und sie nimmt alle Fragen von euch entgegen, die ihr habt, und beantwortet sie live zu dem Thema Rückkehr in die Schule. Vielleicht gibt es kleine Probleme oder Unsicherheiten, und alles her damit. Schreibt es unten in die Kommentarliste rein. Ich habe hier schon von vorher aufgeschrieben eine Frage aus München. In der Krippe und im Kindergarten hat sich mein Kind immer sehr wohl gefühlt. Jetzt ziehen wir in einer Woche von München nach Düsseldorf und mein Sohn kommt dort zum neuen Schuljahr in die Schule. Ist das nicht alles zu viel für meinen Kleinen? Ja, diese Sorge kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es eben zwei Umgewöhnungen sind, die für das Kind eben anstehen. Und diese Umgewöhnung braucht auch hier wieder ganz viel liebevolle Begleitung. Also zunächst ist es wichtig, dass das Kind sich richtig vom jetzigen Zuhause verabschiedet, dass es richtig zelebriert wird und dass man sich Zeit dafür nimmt, dass man sich vom Kinderzimmer verabschiedet und vom Spielplatz und von Freunden und dass man darüber auch ganz, ganz offen spricht, dass man jetzt woanders hinzieht. Und dann dort angekommen in Düsseldorf wäre es ganz wichtig, dass ihr dem Kind Zeit gebt, ja, neue Freunde kennenzulernen, dort vielleicht schon mal die Schule anzuschauen, ja, und das Umfeld kennenzulernen. Das Schöne ist ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit von Schulbeginn, also bis die Schule beginnt. Das heißt, erst kann diese erste Umgewöhnung gemeistert werden, der Umzug, und dann danach können die Eltern sich mit dem Kind eben auf die Schule vorbereiten. Und da würde ich euch wirklich ans Herz legen, auch diesen Schulstart richtig zu zelebrieren, zu Hause schon mal Schule zu spielen oder eben die Schultüte schon mal zu kaufen und sich zu überlegen, was da alles rein könnte und was da alles in der Schule sein wird. Und vielleicht kann man die Schule sogar besichtigen und sich das schon mal anschauen, weil man weiß natürlich auch jetzt noch nicht, inwiefern der Schulstart ablaufen wird. Gut und praktisch umsetzbar. Noch mal eine Frage zum Thema Abschied aus Neuss. Schon vor Corona gab es jeden Morgen im Kindergarten ein Theater. Meine Tochter will mich nicht gehen lassen, hängt sich an mich, obwohl ich von Anfang an konsequent war und sie immer sofort übergeben habe. Können wir zu Hause was tun, damit ihr der Abschied dann leichter fällt? Ja, also zunächst können tatsächlich diese Eltern zu Hause was tun. Auch hier helfen wieder Rollenspiele, ja, und es hilft auch, wenn die Kinder morgens aufstehen, dass sie einen Tagesplan haben. Und diesen Tagesplan, den sehen wir jetzt dann gleich. Genau, da können euch die Kinder morgens mit den Eltern besprechen, was genau kommen wird. Erst stehe ich auf, dann gibt es Frühstück, dann gehe ich in die Kita. Dann gibt es den Mittagsschlaf und danach holt mich die Mama oder der Papa wieder ab. Also dieses Visualisieren hilft Kindern, um Orientierung zu haben. Es gibt ganz, ganz viel Sicherheit. Und auch hier hilft es wirklich, darüber zu sprechen, über die Gefühle zu Hause. Auch du warst traurig heute Morgen, als ich gegangen bin. Das ist dir richtig schwer gefallen. Was könnten wir denn morgen machen, damit es dir leichter fällt? Also mit dem Kind wirklich darüber reden und dann in der akuten Situation bitte nicht einfach sofort gehen. Also die Mutter hat ja geschrieben, sie war ganz konsequent und ist immer sofort gegangen.
Und das Kind kann sich so ja gar nicht gesehen und gehört fühlen. Und deswegen ist es wichtig, wirklich erstmal noch kurz da zu bleiben und dem Kind die Möglichkeit zu geben, sein Gefühl auszudrücken. Ja, und deswegen, auch die Bezugsperson ist auch wichtig, dass die sich dann um das Kind kümmert. Du hast gerade gesagt, es ist vielleicht auch schön, das Kind zu fragen, was können wir denn morgen machen, damit dir der Abschied nicht so schwer fällt. Kriegst du da von 3-4-Jährigen wirklich eine Antwort? Hast du die Erfahrung? Ja, wenn keine Antwort kommt, dann würde ich immer empfehlen, Vorschläge zu machen. Zum Beispiel, würde dir ein Abschiedslied vielleicht helfen? Ja, oder würde es dir helfen, wenn ich noch kurz mit reinkomme und du mir noch zeigst, was du gleich spielen magst? Also dann würde ich Vorschläge machen. Nur es ist tatsächlich so, dass Kinder schon ganz früh anfangen, ihre eigenen Bedürfnisse ganz gut zu kennen. Und die haben häufig viel bessere Vorschläge, als wir als Erwachsene erwarten würden. Ja, wenn man sie dann realisieren kann, wäre es ja noch schöner. Wir haben ganz viel zum Thema Abschied. Eine Frage aus Iserlohn. Was genau kann ich machen, wenn mein Kind beim Abschied in der Kita weint? Auf dem Weg in die Arbeit sitze ich dann auch weinend im Auto, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Bin ich nicht eine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind weinend zurücklasse? Also hier ist mir ganz wichtig, erstmal kurz auf die Mutter einzugehen, weil warum hat diese Mama ein schlechtes Gewissen? Und das ist so ein bisschen komplexer, weil ein schlechtes Gewissen kommt nicht, weil sie da gegangen ist. Es hat ganz wenig mit dem Kind zu tun oder der Beziehung zum Kind, sondern das schlechte Gewissen kommt daher, weil diese Mama wahrscheinlich selbst in ihrer Kindheit oft Schuldgefühle von ihren Eltern bekommen hat und weil vielleicht ihre eigenen Gefühle in ihrer Kindheit nie gesehen wurden oder auch nie da sein durften. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Mama wahrscheinlich nicht nur jetzt in ihrer Mutterschaft, sondern immer wieder ganz schnell ein schlechtes Gewissen hat und ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil sie eben als Kind ganz oft diese Schuldgefühle bekommen hat und wahrscheinlich nicht so sein durfte, wie sie eigentlich ist. Und das steht dahinter und das Kind ist jetzt auf die Welt gekommen, um diese Gefühle immer wieder bei der Mama auszulösen, bis sie sich endlich um sich selber kümmert. Ja, also eigentlich ist das Kind ein Schatz in dem Moment, weil es einem zeigt, ja, ich muss mich um mich selber kümmern, ich darf mich um mich selber kümmern und deswegen sollte die Mama ganz viel Verständnis erstmal für sich selber haben und sich selber sagen, hey, das ist eine schwierige Situation. Ich liebe mein Kind über alles und muss es abgeben, das ist nicht leicht, da darf ich traurig sein. Ja, und ich möchte ja arbeiten und ich möchte mich um mich kümmern, nur ich will eben auch für mein Kind da sein. Das ist ein ganz natürliches Gefühl. Und ich sage solchen Eltern oder solchen Mamas auch immer, sie sollen sich selber ermutigen. Sie sollen sich selber sagen, ich bin eine gute Mutter und ich bin gut genug und ich bin wertvoll und ich tue mein allerbestes, weil das tun ja gerade alle. Ja. Und das ist der erste Schritt. Und ich darf beim, das tut gut, diese Vorstellung, und ich darf beim Abschied traurig sein. Das ist ganz normal und das ist das Gefühl, das auch dazugehört. Und ich gehe trotzdem zur Arbeit, weil es auch für mich und natürlich für unser Familienbudget einfach total wichtig ist, aber natürlich auch für mich und meiner Selbstdefinition. Übrigens, ja, wäre jetzt schon Gewissen, zum, ja? Das schlechte Gewissen ist mir nochmal ganz wichtig, eben auch nicht auf das Kind zu beziehen, also sich bewusst zu sein, dass es irgendwo anders herkommt. Das hat wirklich was mit der eigenen Geschichte zu tun und viel weniger was mit dem Kind. Also du bist eine gute Mama. Also wenn ihr Fragen habt, ihr merkt, es geht hier richtig ins Eingemachte und man kann es total gut verstehen und man kann es wahnsinnig gut nachvollziehen und vielleicht auch ins eigene Leben umsetzen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Alles wieder locker, das ist das Thema unserer Sendung. Also Fragen zum Thema, mein Kind kommt wieder zurück in die Kita, mein Kind kommt wieder zurück in die Schule. Da hakt es ein bisschen, das ist ein bisschen holprig. Ich weiß nicht genau in manchen Situationen, wie ich mich verhalten möchte und kann. Fragen stellen an unsere Expertin, die Doktorin ist für Psychologie. Martina Stotz. Also das jetzt unbedingt tun. Und wer sie schon mal gesehen hat in unserer Sendung Gemeinsam stärker, sie ist nämlich zum vierten Mal hier, weiß, dass sie Rollenspiele nicht nur mit Kindern gut findet, sondern auch mit Gesprächspartnern. Und das bin ich in diesem Fall. Also diese Situation, Abschied, wie gehe ich damit um? Das ist übrigens wieder mein Hund, der hier meint, er müsste so ein bisschen Terror machen. Das haben wir jetzt mal versucht, vorher aufgezeichnet, darzustellen. Es war für mich eine ganz einfache Rolle. Ich bin nämlich 3 Jahre alt und Martina ist meine Mama. Wow.
Mama. Und nicht gehen, bitte. Du möchtest noch nicht, dass ich gehe. Du bist gerade noch nicht so weit, oder? Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Mama. Komm, ich komme mal zu dir runter. Bleib bitte hier, ja. Ich nehme dich noch mal ganz, ganz fest in den Arm. Nicht gehen, bitte. Ach komm, du bist noch nicht so weit, oder? Ich komme mal zu dir runter. Was brauchst du denn gerade? Noch ein bisschen Mama, ein bisschen umarmen wird vielleicht helfen. Nein, Mama, noch nicht gehen. Ja, ich bleib noch da. Ich bleib noch da. Möchtest du mir noch was zeigen vielleicht? Was machst du denn immer, wenn ich morgens weg bin hier? Magst du mir noch was zeigen? Ja, da in der Ecke spiele ich immer mit der Maya. Ja, wir spielen Hüpfen. Ach, ihr spielt Hüpfen. Das macht richtig Spaß, oder? Da freust du dich richtig. Ja, und dann toben wir. Den ganzen Morgen, immer wenn ich weg bin. Ja? Weißt du, ich freue mich jetzt auch schon ganz arg aufs Büro und da treffe ich die Simone, die kennst du, oder? Und mit der arbeite ich heute Morgen und nach dem Mittagsschlaf hole ich dich ab, genau wieder hier. Ich will aber nicht, dass du gehst. Du bist immer noch nicht so weit, du möchtest nur nicht, dass ich gehe. Weißt du, was könnte dir denn helfen? Könnte dir vielleicht mein Schal helfen oder ein Abschiedslied? Schal ist schön. Der Schal, ja? Dann weißt du was, dann wickel ich den mal um dich rum. Der riecht ganz, ganz, ganz arg nach mir und er erinnert dich immer daran, dass ich da bin und dass ich nachher nach dem Mittagsschlaf wiederkomme. Okay? Ja, dann knuddel ich dich jetzt noch ganz fest zum Abschied und dann sehen wir uns nach dem Mittagsschlaf wieder. Tschüss, mein Schatz. Okay, Nina, also das warst du ist ein bereit, dass Rollenspiel ich gewesen. gehe? Also Warst du doch, ich habe bereit? das so gemerkt. Doch, du hast mir Ja. im Grunde keine Wahl gelassen, ja, und zwar nicht durch Zwang, sondern weil du mich einfach auf mich zurückgeworfen hast, auf das, was jetzt eigentlich unvermeidlich ist. Du musst zwar gehen, aber ich weiß, du wirst mich nicht verlassen für immer und du kommst zurück. Das habe ich echt gespürt, ich mit meinen 3 Jahren. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen Ja. mehr über deine Strategie erklären. Ja, also für alle, die sich vielleicht denken, was ist das für eine weichgespülte Tante? Ja, das Kind führt irgendwie die Mama da an der Nase rum. So ist es nicht, nein, sondern ich habe einfach dem Kind Einfühlung gegeben. Ich habe es ernst genommen mit seinen Gefühlen. Ich habe es gesehen. Und dann habe ich auch noch was ganz, ganz Wichtiges gemacht. Nachdem mein Kind die Einfühlung bekommen hat, habe ich erzählt, was ich in der Zeit genau mache und dass ich in der Zeit Freude haben werde. Also ich habe von der Simone erzählt, ja, und die Simone kennt mein Kind, weil viele Kinder sorgen sich in der Zeit, wenn die Eltern weg sind, um die Eltern. Die denken, denen könnte das in der Zeit nicht gut gehen. Das ist ganz spannend und deswegen ist es auch so wichtig, genau zu sagen, wo man hingeht. Und es ist auch von Vorteil, die Kinder zum Beispiel mit ins Büro mal zu nehmen, dass die sehen, ah, da arbeitet die Mama oder da arbeitet der Papa, damit die Kinder wissen, hey, Mama, Papa sind schon in Sicherheit. Ich brauche mir keine Sorgen um sie machen. Und dann am Schluss, ja, bin ich eben nochmal auf das Kind eingegangen, habe es unterstützt beim Loslassen. Ich habe gewartet, bis das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit gestillt war. Und ich verspreche allen Eltern, dass es viel, viel kürzer dauert, sich diese Zeit zu nehmen und dass die nächsten Trennungen mit dieser Begleitung viel, viel leichter verlaufen werden. Und ja, innerhalb von kürzester Zeit das Kind lernen wird, mit diesen Trennungssituationen umzugehen. Wohingegen, wenn ich mein Kind einfach stehen lasse und es losschreit und ich ihm nichts von all dem gebe, was es gerade braucht, wird die ganze Situation noch viel, viel schlimmer und es zieht sich sehr, sehr lange. Also es lohnt sich. Also wenn du es richtig machst, dreht sich dann dein Kind, wenn du es in der Kita abgegeben hast, ganz schnell um, sagt Tschüss Mama und ist weg. Wir haben gleich noch ein Rollenspiel. Also eben hatten wir ja, du lieferst mich als Mama, ich als Dreijähriges in der Kita ab und ich will nicht, dass du gehst. So, wir haben gleich noch eine schöne andere Situation. Aber zwischendurch noch eine Frage von Markus auf Facebook. Was kann ich machen, damit mein Kind den alten Tagesrhythmus in der Kita wieder lernt?
Da könnte tatsächlich der Tagesplan ganz, ganz wertvoll sein. Man kann mit den Kindern auch gemeinsam diese Kärtchen basteln und diese Abfolgen, diese klaren Reihenfolgen, die in der Kita nacheinander kommen, als Bild aufmalen oder auch gerne im Internet ausdrucken, weil die Kinder diese Visualisierung brauchen und es denen Sicherheit gibt. Und dann gemeinsam mit den Kindern durchgehen. Du stehst erst auf, dann frühstücken wir, dann ziehen wir uns an. Ja, also dass die Kinder genau wissen, dann gehen wir in die Kita, die Mama bringt dich in die Kita, wer ist zuständig, wollen die Kinder dann auch häufig wissen. Und dieses Visualisieren hilft wirklich sehr und die Reihenfolge sollte tatsächlich genauso sein, wie es in der Kita dann auch ist. Kann man dann mit den Erzieherinnen eventuell gemeinsam machen. Super Idee. Jetzt kommt also unser zweites Rollenspiel. Situation ist die folgende. Ich bin wieder 3 Jahre alt und bin jetzt in der Kita angekommen. Meine Mama ist jetzt gegangen. Ich bin mit dem Schal umwickelt, aber ich bin immer noch todtraurig. Hab's aber geschafft, sie loszulassen. Und du bist die Erzieherin, ja? Und was eine Erzieherin in so einer Situation im optimalen Fall tun könnte, wie sie sich verhält, das sehen wir jetzt. Ach, du bist ganz traurig, weil die Mama gerade gegangen ist, oder? Ja, ich will zu meiner Mama. Sie soll jetzt wiederkommen. Du vermisst die Mama ganz arg. Bei der Mama, da fühlst du dich ganz sicher und ganz geborgen. Deswegen würdest du am liebsten immer bei der Mama sein. Weißt du, was dagegen helfen kann? Kommen. Ja, ich weiß, dass sie kommen soll. Ich habe da eine Idee, weil die Mama, die ist ja in der Arbeit und die holt dich nach dem Mittagsschlaf wieder. Und ich habe eine Idee. Wir haben doch dieses Fotoalbum von der Mama und von dir. Sollen wir da mal hingehen und das anschauen? Würde dir das helfen? Ja. Ja. Und weißt du was? Die Maja, die war heute auch schon ganz traurig, dass die Mama gegangen ist. Sollen wir die auch mitnehmen? Dann können wir es gemeinsam anschauen. Ich will mit niemandem spielen. Nein, das musst du auch gar nicht. Du darfst so lange bei mir bleiben, bis du nicht mehr so traurig bist, bis du so weit bist. Und dann darfst du spielen. Okay? Du kannst die ganze Zeit bei mir bleiben. Das ist ganz in Ordnung. Bei mir bist du auch ganz sicher. Ja. Dann komm mal her. Wir umarmen mal einmal ganz fest die Traurigkeit. Das hilft ganz fest. Komm mal zu mir. Das dürfen wir jetzt gerade nicht in Corona-Zeiten. Jaul. Aber so einfühlsam wie du bist, da kann man überhaupt nicht traurig sein und sich verloren fühlen. Erklär mal deine wiederum Erzieherinnen-Strategie. Also Strategie klingt so cool. Dein empathisches Verhalten. Also grundsätzlich ist es so, Kinder haben ja dieses starke Gefühl. Und jetzt aus hirnphysiologischer Sicht ist es einfach so, dass in dem Moment das Zentrum im Gehirn ganz aktiv ist, das nicht klar denken kann. Also es ist sozusagen der emotionale Teil des Gehirns. Und die Kinder können in dem Moment auch nicht so richtig zuhören. Ja, die sind nur in ihrem Gefühl drin, die sind traurig, die sind eigentlich nur im Überlebensmodus. Das ist so, wie wenn wir uns zum Beispiel streiten oder aufregen. Da wollen wir auch nicht irgendwie eine Erklärung oder irgendwas haben, sondern das Einzige, was Kinder und auch übrigens Erwachsene brauchen in dem Moment, ist, dass man sie versteht, dass man ihnen das Gefühl gibt, hey, dein Gefühl gerade ist okay und du darfst mit deinem Gefühl genauso sein, wie du gerade bist. Und deswegen denken die Kinder dann auch, ah, mit mir ist eigentlich alles okay, weil ich bin traurig. Und die Person, die scheint mich auch noch zu verstehen, also vertraue ich der vielleicht lieber mal, weil die geht irgendwie auf mich ein. Also so kann man sich das vorstellen. Und dann ist es eben wichtig, wenn diese Einfühlung beim Kind angekommen ist, wirklich eine Strategie an die Hand zu geben und einen Vorschlag zu machen, eine Verbindung herzustellen, zum Beispiel jetzt durch dieses Fotoalbum. Ganz wichtig, da geht es nicht um Ablenken, weil Ablenken bringt im ersten Moment wirklich gar nichts. Viele sagen ja immer, ja, da müssen wir die Kinder halt ablenken. Nein. Zuerst brauchen die Kinder das Gefühl, so sein zu dürfen, wie sie sind, mit ihrem Gefühl. Und ich bin angenommen, so wie ich bin, und ich darf traurig sein. Und dann geht die Trauer so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und umso mehr die Erwachsenen die Trauer weghaben wollen, umso stärker wird sie beim Kind. Deswegen an eurer Stelle, ich würde sie lieber gleich zulassen. Also ich habe das noch so erlebt und ich denke mal, das gibt es auch heute noch ganz, ganz viel. Wenn eben diese empathische Verhaltensweise
bei Menschen, bei Eltern, bei Erzieherinnen nicht antrainiert ist, sondern einfach gesagt wird, jetzt stell dich nicht so an oder hab dich nicht so, bleib jetzt einfach da. Was passiert denn dann in dem Kind? Ja, das sind perfekte Sätze, Nina. Da gibt es noch viel, viel mehr. Da gibt es auch irgendwie, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, ja. Und das ist genau der Punkt. Die Kinder fühlen sich in dem Moment nicht angenommen. Sie fühlen sich falsch. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich soll hier bleiben. Ich komme überhaupt nicht klar. Ich bin abhängig eigentlich davon, dass die Erwachsenen sich um mein Gefühl, um mich kümmern und mir beim Koregulieren meines Gefühls helfen. Und jetzt bin ich auf mich zurückgeworfen und mit mir muss anscheinend irgendwas nicht stimmen, denkt sich dann das Kind. Und das speichert sich im Unterbewusstsein von einem Kind ab. Und das ist übrigens auch der Grund, warum heute viele Erwachsene sagen, stell dich halt nicht so an, weil sie genau diese Sätze als Kind gehört haben. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele Erwachsene diese Einfühlung nicht geben können oder vielleicht sagen, das ist weichgespült, weil sie selber das nie bekommen haben. Also eigentlich können einem die Menschen leid tun. Und umso wichtiger ist es, dass unsere Kinder unserer Generation diese Einfühlung bekommen, damit sie selbstbewusst werden und eben nicht, ja, unter dieser Behandlung leiden. Weil im Grunde ist es nichts anderes als seelische Gewalt, wenn man Kinder in dem Moment mit ihren Gefühlen allein lässt und sie sogar verurteilt für ihr Verhalten. Ja? Oder ihnen einfach immer irgendwas anbietet. Ja, du könntest jetzt das machen oder das machen. Viel wichtiger ist es, für das Kind mit seinem Gefühl da zu sein. Und das ist eine Riesenchance für die Erwachsenen, im Umgang mit den Kindern ihre eigenen Gefühlswelten zu entdecken, wenn die denn verschüttet sein sollten, und sich auf dieses Parkett zu wagen. Ja, es ist ja Passt auch die die Schöne, Frage dass aus. Kinder einen immer spiegeln. Ja, also es ist ja oft so, dass keiner kann einen ja so sehr nerven wie die eigenen Kinder oder auch der Partner. Und ich sage immer, die Kinder, die kommen nicht umsonst in eine Familie. Ja, also auch wenn es schwierig mit einem Kind ist, dann hat es auch immer was mit einem selbst zu tun. Also die Kinder, die stoßen einen immer wieder schön an, auf all die Gefühle, die man bei sich selbst noch nicht angenommen hat. Und auch also zwingen einen dazu, dass man mit sich selbst lernt, liebevoll umzugehen, als Mama oder Papa. Das ist ein Riesengeschenk. Deswegen sind Kinder ja so wertvoll. Also für emotionales Wachstum. Ja. Also die Frage aus Remscheid passt dazu. Rituale helfen Kindern ja, Veränderung leichter zu bewältigen. Haben Sie denn konkrete Tipps, wie das gelingen kann? Denn ich könnte mir vorstellen, Rituale, die haben ja auch viel mit Sicherheit und auch mit dem Gefühl von Sicherheit zu tun. Ja, also Rituale sind ganz, ganz, ganz wichtig und wir haben dazu auch ein paar schöne Bilder, um das Ganze zu erklären. Es gibt ganz viele Rituale, die Kindern Sicherheit geben. Zum Beispiel ein Abschiedslied, das übrigens auch selbst gedichtet sein kann, in dem auch Gefühle vorkommen können. Dir fällt es gerade schwer, dich zu trennen. Und also, dass man wirklich versucht, selber einen Text zu dichten, der passt auf Mama und Kind oder auf Papa und Kind. Und das hilft extrem, dass die Kinder loslassen können, weil beim Singen auch Gefühle ausgedrückt werden. Ja, was ich ganz schön finde, ist ein Zauberarmband. Und zwar, Kinder sind ja voller Fantasie und sie lieben es ja, in Zauberwelten zu sein und in magischen Welten. Und deshalb ist es auch möglich, dass die Mama in ein Armband ganz viel Liebe und Geborgenheit reinzaubert und ganz viel Schutz. Und dann beim Verabschieden dieses Armband umgelegt wird und das Kind weiß, in dieser Zeit wird es auf jeden Fall beschützt sein durch das Zauberarmband. Oh, wie schön. Und jetzt kommt auch noch ein Genau, das Zauberstein. ein weiteres schönes Symbol. Manche Kinder lieben ja Steine oder auch die zu bemalen. Die kann man gemeinsam bemalen und dieser Stein ist dann in der Hosentasche und wird zum Beispiel immer berührt, wenn diese Angst wiederkommt am Morgen. Also ich habe das auch bei meinen Erstklässlern noch, dass die wirklich dann in die Hosentasche greifen und diesen Stein anfassen und es ihnen Ruhe gibt und Geborgenheit. Auch können Erwachsene, glaube ich, auch manchmal gebrauchen. Ja. Dann gibt es Zettelchen. Oh ja, ganz süß. Also irgendwo eine Liebesbotschaft hinterlassen. Mit dem Kind zum Beispiel besprechen. Immer dann, wenn du gehst, findest du irgendwo eine kleine Liebesbotschaft von mir. Zum Beispiel in der Jackentasche oder in der Hosentasche. Und das Kind darf, sobald die Mama weg ist, diese Liebesbotschaft suchen.
dann ist die Vorfreude Auch auch für ein bisschen Erwachsene größer. sehr zu empfehlen. Oder für die Partnerschaft. Ja. Genau, eine Ein süße Idee ist, Spielzeugkoffer. genau, dass Kinder ja immer sehr stark auch an ihren eigenen Spielsachen und Dingen hängen. Das heißt, sie können häufig morgens auch das Haus nicht so gut verlassen, trödeln dann rum und Eltern denken sich, das gibt's doch nicht, jetzt kommen wir schon wieder nicht rechtzeitig los. Und das hängt auch mit einem Trennungsschmerz zusammen, weil sich die Kinder nicht von ihren Sachen trennen können. Und diese Sachen kann man dann in einen kleinen Koffer packen und die mitnehmen in den Kindergarten. Und dann wissen die Kinder, ah, ich habe da auch was zum Spielen mit dabei, was von zu Hause ist. Das stellt also auch wieder eine Verbindung her. Oh je, und da muss man das hinterher wieder einsammeln und alles wieder nach Hause bringen, sonst geht's verloren. Ja, sonst hat Das keiner gesagt, dass Kuscheltier, Kinder ja, haben das kenne ich Einfaches. auch. Ja, ich glaube, das Kuscheltier kennt fast jeder. Und ehrlich gesagt, gibt es auch in jeder Kita, in jeder Schule so ein Klassentier oder ein Kita-Tier. Und es darf dann häufig auch bei dem Kind sitzen, das noch besonders Schwierigkeiten hat und dem es noch besonders schwerfällt, sich von der Mama zu verabschieden. Es ist ein tröstendes Kuscheltier. Und Genau, jetzt jetzt sehen Bilder. wir hier die Bilder von zu Hause eben. Das hatten wir vorher schon im Rollenspiel. In jeder Kita gibt es ein Portfolio und da sind wirklich ganz viele Bilder von den Eltern drin, von Aktivitäten von zu Hause, von Familienausflügen, weil Fotos visualisieren wieder, dass da die Familie wirklich da ist. Und das hilft dem kindlichen Gehirn, sich zu beruhigen, wenn diese visuelle Unterstützung da ist. Also man legt dieses Fotoalbum zu Hause an und gibt es dem Genau, Kind man mit. legt es an Habe und ich das dann richtig liegt es eben verstanden? in Okay. der Kita aus. Und da können die Kinder immer Ich hin. verstehe. Das ist Genau, also süß. dieses Mal ist es kein Schal, sondern wohl eher das Hemd vom Papa, das die Kleine unbedingt braucht, um sich wohl zu fühlen. Also es geht natürlich da sehr stark auch um die Sinneswahrnehmung, weil Kinder auch sehr stark über die Gerüche gehen und das dann abgespeichert ist im Gehirn, dass dieser wohlige Geruch eben an Mama oder Papa erinnert. Also würde ich den Kindern dann Ja, also da, so habe mitgeben. ich das mit meinem Welpen gemacht, der von seiner Mama wegkam. Und dann habe ich ein Handtuch, wo die Oh. Mama immer mit ihm drauf geschlafen hat, mit ins Körbchen gelegt. Das fand er ganz toll, hat funktioniert. Aber Süß. man soll ja nicht von Tieren auf Menschen und nicht von Menschen auf Tiere schließen. Dann hast du noch zwei Rituale, die helfen, den Trennungsschmerz zu überwinden Genau, also Dienste in und der sich zu Kita festlegen. verabschieden. Damit meine ich, dass Kinder natürlich auch gebraucht werden wollen. Die wollen, wenn sie in die Kita gehen, eine Aufgabe haben. Und da könnte man zum Beispiel festlegen als Erzieherin, dass immer erstmal alle Puppen angezogen werden müssen, damit die bereit sind zum Frühstück. Ja? Oder dass erstmal alle Kuscheltiere gefüttert werden müssen, dass die keinen Hunger mehr haben. Oder dass es einen Blumendienst gibt und das Kind immer alle Blumen gießen darf. Weil das gibt den Kindern das Gefühl von Selbstwirksamkeit, gebraucht werden und es entsteht eine große Vorfreude, damit die Kinder auch in die Kita wollen. Du brauchst ein bisschen Fantasie und es ist toll. Jetzt kommt dein letzter Tipp, das Ritual. Genau, also ich habe vorher schon von den Glaubenssätzen gesprochen, die Mütter sich selber sagen können. Ich bin eine gute Mutter, ich kann das, ich schaffe das. Und Kinder sind sehr, sehr empfänglich für diese Sätze. Also ich empfehle wirklich von ganzem Herzen allen Eltern vor dem Einschlafen, vielleicht auch vor dem Gehen in der Kita, diese Sätze zu sprechen, gemeinsam. Sowas wie, ich schaffe das, ich bin beschützt, ich bin geliebt von Mama und Papa, ich bin sicher, egal was passiert. Und diese Sätze kann man natürlich auch aufschreiben, wenn die Kinder älter sind und ansonsten einfach vielleicht auch durch ein Symbol darstellen. Und viele haben zum Beispiel auch so ein Abschiedsmotto beim Trennen, dass sie zum Beispiel sagen, wir sind für immer füreinander da oder wir sind im Herzen miteinander verbunden. Dass die Kinder einfach so einen Spruch haben, der ihnen Sicherheit gibt. Ja, manche scheuen sich vielleicht ein bisschen, so etwas, auch wenn vielleicht andere Erwachsene zuhören, auszusprechen. Ist einfach eine Übung, ne? Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann ist es einem wurscht, ob jemand komisch guckt, der daneben steht. Und für solche Eltern würde ich empfehlen, einfach zu flüstern. Das ist eh viel schöner, wenn man das unter sich ausmacht. Ja, es ist eine Ins Ohr zu flüstern. Geheimbotschaft.
Genau. Ja, toll. Die verbindet die Familie untereinander. Das sollen die anderen gar nicht wissen. Du, ich habe hier noch zwei Fragen über Facebook. Die eine ist relativ lang, aber es ist wirklich wahnsinnig interessant. Aber bitte um Konzentration. Frage von Aniko. Ich habe für mich entschieden, mein Kind nicht wieder in die Kita zu geben. Bisher klappt es zu Hause super und meine Tochter, 4 Jahre, vermisst zwar vereinzelt ihre Freunde, aber fragt nicht nach dem Kindergarten. Meine kleinste Tochter profitiert so toll von ihrer Schwester und beide spielen die meiste Zeit gut zusammen. Die Kita würde nur noch 3 Wochen gehen und dann sind 3 Wochen Ferien. In der Kita sind Bereiche mit Absperrband eingeteilt und die Kinder dürfen mit den anderen Kindern keinen Kontakt haben. Das finde ich total schwierig. Ist es denn in Ordnung, meine Tochter so lange rauszulassen? Schließlich profitieren sie ja auch von der Kita. Also, da Ja, bin ist ich ein jetzt Dilemma. ganz begeistert, dass diese Mutter so eine ja wirklich eigenverantwortliche Entscheidung für sich getroffen hat, weil ich sage immer, es kennt keiner seine eigenen Kinder so gut wie die Eltern selbst. Und es hört sich für mich so an, als würdest du da total auf dein Bauchgefühl hören und würdest deine, ja, auch das Verhalten deiner Tochter ja auch ganz gut deuten können. Das heißt, du spürst ja, dass es ihr gut geht. Und du spürst, glaube ich, auch, dass sie durch ihre Schwester ja auch diesen Austausch hat und diesen Sozialkontakt und sicher trefft ihr ja auch manchmal vielleicht Freunde. Das heißt, wenn ihr das abbilden könnt durch eure familiäre Situation, dann würde ich dich da einfach nur bestärken wollen, weil es tatsächlich eine Herausforderung ist für viele Kinder, gerade wenn ihnen das gar nicht fehlt, ja, wenn sie da zurück müssen in so eine Routine, die keine Routine ist. Und ich finde auch die Tatsache mit Absperrband und allem, was du so beschrieben hast, einfach sehr kritisch für die Kinder, weil sie einfach diese körperliche Nähe und diese Routine benötigen. Und deswegen, wenn es abbildbar ist und es hört sich für mich so an, dann macht es so, dass es euch allen damit gut geht, weil bedürfnisorientiert heißt auch, dass es dir damit gut geht und deinem Kind. Und ich glaube, dir geht es auch besser damit, wenn du dein Kind bei dir lässt. Also, dann hat sie jetzt kein schlechtes Gewissen, sondern fühlt sich durch dich wunderbar bestärkt, auch in ihren eigenen Bauchgefühlen. Sehr schön. Ja, sag uns doch vielleicht, wir haben jetzt ganz viele Aspekte des Themas Rückkehr in die Kita, Rückkehr in die Schule, Trennungsschmerz von den Eltern, Abschied nehmen und dabei die eigenen Ängste überwinden können. Kleine Rituale, ganz, ganz viel besprochen. Gibt es etwas, was du den Eltern noch so zum Schluss mitgeben möchtest? So als, um es deutsch zu sagen, Wrap-up. Ja, also mir ist ganz wichtig, dass ihr eure Erwartungen an euch selbst gerade in dieser kritischen Zeit runterschraubt. Ja, seid nicht so streng mit euch selbst, sondern seht auch mal, was ihr jetzt in den ganzen letzten Wochen geleistet habt, als die Kitas und die Schulen zu waren. Das soll erstmal jemand nachmachen. Ja, und es ist einfach so, die Routine wird so schnell nicht wiederkommen und deswegen behaltet euch bitte diesen niedrigen Anspruch an euch selbst und somit auch an eure Kinder. Und meine wundervolle Chefin bei elternleben.de sagt dazu immer, es soll einfach immer alles in bester Unordnung bleiben. Das ist ein super Spruch. Naja, das gibt einem eine Leichtigkeit. Ja, ich glaube, dass den hohen Anspruch an sich selbst zu haben, das bedeutet, dass man sich's oft wahnsinnig schwer macht und man fühlt sich dann auch so erdenschwer. Und zu sagen, es darf auch manches einfach improvisiert sein und es darf auch manches wahrscheinlich auch in der Zukunft noch eine ganze Weile spontan sein. Und das ist gut so. Das tut gut und gibt Leichtigkeit. Genau, ja, und da Ja, sage ich immer, da ist auch schön. ein ganz Alles in guter bester Rat, Unordnung. da ist auch ein guter Ratgeber, darauf zu achten, dass es jedem in der Familie gut gehen kann. Das ist immer eine ganz gute Orientierung, ja. Es geht nicht immer nur um die Kinder und es geht natürlich auch nicht immer um die eigenen Bedürfnisse, nur jedem in der Familie sollte es gut gehen und hört auf euer Bauchgefühl. So viele hilfreiche, wertvolle Hinweise und auch ganz praktische Tipps. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine und die andere, die jetzt die ganze Zeit dabei waren, dass die sagen, ich würde das eigentlich ganz gerne mal so zusammengestellt von
der Martina Stotz bekommen. Gibt es da eine Chance? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben bei elternleben.de, da bin ich ja Expertin, ganz begeisterte Expertin, eine riesige Plattform mit ganz viel Wissen und ganz, ganz vielen tollen Artikeln. Und wir haben auch eine Online-Beratung, die ihr jederzeit nutzen könnt und innerhalb von 24 Stunden oder am Wochenende innerhalb von 48 Stunden antworten unsere Experten auch auf deine individuellen Fragen, weil häufig sind ja auch ganz individuelle Themen da beim Thema Trennungsangst. Also scheut euch nicht, auf www.elternleben.de zu gehen und euch diese Hilfe zu holen. Es ist alles kostenfrei. Ganz, ganz lieb. Danke für den Hinweis. Du, hier kommt gerade noch eine Frage rein von Facebook. Nee, das ist Instagram, Claudia. Das ist jetzt eine relativ allgemeine Frage, aber mit Sicherheit kann die Doktorin der Psychologie dazu etwas ganz Wichtiges sagen. Belastet die Corona-Zeit meine Kinder in ihrer Zukunft? Wie arbeiten sie? Wahrscheinlich soll das heißen, wie verarbeiten sie dieses Erlebnis? Also diese Zeit ist dann für die Kinder belastend, wenn sie in ihren Gefühlen nicht liebevoll begleitet werden. Wenn alle Gefühle, die durch diese Corona-Zeit ausgelöst werden, da sein dürfen, wenn die Eltern als Zufluchtsort, als Leuchtturm dastehen und sagen, hey, du bist in Sicherheit, wir kriegen das hin und deine Gefühle dürfen sein und du darfst traurig sein und es darf schwierig für dich sein, du darfst nachts zu mir ins Bett kommen, wenn du mich brauchst, ja, dann wird es für die Kinder auch keine großen Probleme geben. Ja, die Frage ist nur, wie wird das Ganze begleitet? Und da spielen natürlich auch Erzieher und Lehrer eine große Rolle, dass die das Ganze eben auch entsprechend begleiten. Also da ist ganz, ganz viel Bedarf auch an Herzensbildung nötig, damit wir die Zeit für die Kinder so gut wie möglich begleiten können. Wenn nun aber Eltern auch ihre Themen haben, also wenn es darum geht, verliere ich meinen Job oder ich kann mich nicht um meine Eltern kümmern, also für die Kinder, die Großeltern, also wenn die selbst sich sehr belastet fühlen, das macht ja keinen Sinn, das zu verstecken. Die sind ja nicht immer Leuchttürme, gerade in dieser Zeit. Ja, dann ist es ganz wichtig, auch offen darüber zu sprechen, allerdings wohl dosiert, je nach Entwicklungsphase, um die Kinder nicht zu überfrachten mit den eigenen Themen. Aber man kann durchaus mal sagen, hey, ich bin erschöpft und ich brauche einfach auch gerade ein bisschen Ruhe. Wärst du bereit, vielleicht heute ein bisschen früher in dein Zimmer zu gehen, damit ich noch ein bisschen Ruhe habe? Ja, weil auch Kinder wollen in der Zeit die Eltern unterstützen. Nur wichtig ist natürlich, da auch darauf zu achten, dass die Kinder nicht zu sehr belastet werden mit den eigenen Themen. Es ist schwer, da die Gratwanderung zu finden, aber dafür sind wir denn da bei elternleben.de, um da individuell einen Weg zu finden, also über unsere E-Mail-Beratung und eventuell dann auch weiter zu verweisen an andere Hilfestellen, die vor Ort sind. Das machen wir dort auch. Ach, Martina Stotz, das ist wirklich Lebenshilfe in der Familienhilfe. Wirklich ganz großartig. Das war unsere Sendung Gemeinsam stärker. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich setze jetzt mal inhaltlich so einen ganz kleinen Schlusspunkt, indem ich nämlich darauf hinweise, was wir sonst noch an Experten haben und an Sendungen hatten. Und dann kommt gleich noch mein Hinweis in der nächsten Woche, wen wir da haben werden. Aber vielleicht erst mal kurz zurückgeschaut, welche Experten wir hatten. Das könnt ihr auf unserer Plattform von Formi sehen. Ihr könnt sehen, welche Themen wir hatten. Sämtliche Sendungen stehen aufgezeichnet und es lohnt sich, sie anzuschauen auf der Plattform von Formi. Ihr bekommt auch viele Fragen beantwortet. Ihr bekommt auch viele Links, die euch Fragen beantworten, die von den Experten nicht abgedeckt werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da durchzuschauen und sich vielleicht auch die eine oder andere Sendung noch einmal anzugucken. Die sind alle noch brandaktuell. Ja, und jetzt gleich noch der Hinweis auf die nächste Sendung am nächsten Mittwoch um 21 Uhr. Das ist eine Frage, die ganz viele jetzt gerade in diesen Zeiten stellen, weil wir können ja jetzt eventuell ins europäische Ausland auch reisen. Die Lockerungen sind mehr und mehr. Und da fragt sich der ein oder andere, naja, die Infektionsgefahr ist ja noch nicht so ganz vom Tisch. Sprich, wie stärke ich mein Immunsystem in Corona-Zeiten? Und da haben wir einen großartigen Experten. Das ist Professor Manfred Eggersdorfer. Er ist Professor für gesundes Altern an der Universität in Groningen.
Der weiß alles über immunstärkende Lebensmittel, also was gut ist zu essen und was unserem Immunsystem hilft, aber auch, was sind da die wichtigen Nahrungsergänzungsmittel? Also was ist alles wichtig? Was können wir ganz persönlich tun, um uns gegen Bakterien und Viren zu wappnen? Also Professor Manfred Eggersdorfer in einer Woche am Mittwoch um 21 Uhr bei uns auf Gemeinsam Stärker. Und dir, Martina, im Namen aller, die zugeschaut haben, ein riesen Dankeschön für deine so besondere Hilfe in diesen außergewöhnlichen Zeiten für Eltern und Familien. Danke, dass du dabei warst, zum vierten Mal. Von Herzen gerne. Und ich freue mich und ich hoffe, dass ich ganz, ganz viele Anregungen geben konnte und wünsche euch jetzt ganz viel Kraft, diese immer noch fehlende Routine mit euren Kindern gut zu überbrücken. Mit deinen Tipps ganz bestimmt. Danke, dass ihr dabei wart und dabei Fragen gestellt habt bei Gemeinsam Stärke. Wunderbar. Wir sind gemeinsam stärker. Alles wird gut.